Herzliches Hallo von mir an euch. Ich habe jetzt hier ein Let's Play in Planung, steht wahrscheinlich auch in der Überschrift, geht aber auf eine lustige Geschichte zurück. Ihr habt nämlich gestimmt, also ein paar von euch, möglicherweise auch keiner von euch, weil ihr einfach nicht zuguckt, aber ihr habt abgestimmt, dass ich ein solches Let's Play machen soll. Ihr wusstet vielleicht nicht mal, dass Let's Play heißt. Ich schrieb nämlich, ich filme mich beim Spielen und in der Abstimmung kam heraus, dass ich das auch wirklich soll und am Ende bin ich hier. Bei Dark Souls, was ihr nämlich auch abgestimmt habt, weil es so witzig ist, da richtig oft und schön zu sterben und ihr mich angeblich oder anscheinend oder auch wie auch immer ihr das euch gedacht habt, mich meckern sehen oder hören wollt. Ich mache jetzt ein neues Spiel, nehme einen Charakter, der... Ja, ich hart jetzt hier, ich starte hart rein. Meine rhetorischen Fähigkeiten sind heute auf ein Minimum runtergesenkt, macht aber nichts, also mir nicht. Und ich denke, ich lasse es meinen Charakter spüren, dass dem so ist. Ich nenne ihn mal Rüpel Hannes. Rüpel Hannes, der lustige, männliche, Vagabund mit hoher Beweglichkeit und lustiger Fransenschürze. So, und meine Gabe ist... Ach so. Nee, ich bringe was mit. Ja, bring mal ein Fernglas mit in den Krieg, ist klar. Na, schönes Amulett. Ja, super. Ohne Wirkung. Hier, ich habe was Tolles für dich. Öffnet alle normalen Schlösser. Für Diebe eine Grundausstattung. Mhm. Nehmen wir das, oder was? Mit der Hexenring, Geschenk an der Hexe, Uhr, der Ring, versteckt Pyromanie. Kann er nicht, ne? Stammesring gewährt kleine Zunahmen von TP, wenn ausgerüstet. TP sind Trefferpunkte. Ja. Heilt jegliche Verletzung. Macht es das einmal oder öfter? Ja. Komm. Stammesring, das klingt irgendwie unverbrauchbarer. Nämmer. Gespenstisch? Ja. Ist auf jeden Fall ein kleiner Hämpfling, ne? Ich will ja hier auch irgendwie... Nicht zu groß und hoch stapeln. Geheimratsecken, das muss sein. Obwohl, so ein Mittelscheitel wäre eigentlich auch witzig. Ich nehme auf jeden Fall mal schwarz und dann gehe ich nochmal zurück. Mittelscheitel, auch schön. Oh, ein Pferdeschwanz, hätte ich gern kombiniert. Lockig, auch herrlich. Pagenschnitt, auch super. Nee, das nehme ich, das geht nicht anders. Pagenschnitt, ach groß. Kann ich hier noch was ändern? Nee, ne? Passt schon. Ich möchte gern mit diesem Charakter ein Spiel beginnen. Wenn Videos kommen, weißer Bildschirm, dann laber ich drüber. Mir ist nämlich völlig wurscht, was da gesagt wird. Manchmal lese ich es vor. Zum Beispiel im Zeitalter der Altvorderen wurde die Welt entformt und in Nebel gehüllt. Sieht bei mir so aus, wenn ich auf mein Sofa schlage. Hab nur keine riesigen Bäume oder graue Klippen bei mir im Wohnzimmer. Drachen schon. Ja. Nicht so, obwohl, doch, die sind eigentlich auch so steinern und unbeweglich. Mann, Mann, Mann. Und dann kam Feuer. Mit dem Feuer die Kontraste. Mit den Kontrasten die Farben. Und mit den Farben die lustigen LSD-Momente. Ui, Hitze und Kälte. Oh Gott, das klingt echt nach einem Drogenflash. Oh, du bewegst dich in einem Tunnel und schraubst dich hoch und landest in einer lustigen Welt voller Flammen, worin Stalaktiten sind. Stalaktiten übrigens lustig und leicht zu merken. Kommt von oben nach unten. Die Hängetitten, aber... Dann kamen sie, die Großeltern, und haben gesagt, hallo, na, du bist aber groß geworden. Mensch, wie es hier aussieht, da falle ich direkt wieder um. Und? Was soll das sein? Ah, eine Hand und Köpfe und eine Hand mit Köpfen und einem Feuer. Siegfried und Roy wären echt neidisch. Vor allem auf die Gesichter. Die echte Schönheit. Was... Achso, die Hexe. Ja, die Hexe. Die war bestimmt mal auch in dieser Sekte da. Und Gandalf. Der Graue. Und die Klonkrieger in Ritterrüstung. Und Hände. Verbrannte Hände. Oh, der verstohlene Zwerg hat sich verbrannt. Bist du in den Kamin gefallen? Oder geworfen worden, kleiner Zwerg?
Ja, ist ja auf jeden Fall ganz nett, ne? Da kommt ein Drache und den haut man platt und da schreit und dann kommt der Graue wieder. Hier Gandalf wirft Blitze auf die Drachen und die Drachen, die explodieren und machen und fallen runter und dann kommen Vulkane aus allen Böden und Hotspots und die Hexen kommen und sagen, hey Sekte, jetzt machen wir hier mal den Shampoos auf. Und dann kommt der Knochentyp und der macht, hui, meine Hand, ich verbreite euch Liebe. Und hat aber echt einen Mundgeruch, was den Drachen dazu antreibt, sein steinernes Herz zu zertrümmern und sagt, Mann, wäre ich doch lieber eine Libelle geworden. Auf einem lustigen Berg voller Flammen, bei Gewitter, im Hochland, auf Mallorca. Ja. Stattdessen ist man im Zeitalter des Feuers, in irgendeiner komischen Stadt, die irgendwie komisch nach einer Stadt aussieht, mit Stadtmauern und Käseradachsen. Diese Hände, ne? Das geht mir langsam auf den Sack. Oh, Glut, oh, Hände, oh, noch mehr Hände. Ich glaube, der Programmierer oder der Designer oder der Chef des Ganzen, der war echt so ein Handfetischist. Oder ehemaliges Handmodel. Oder gewolltes Handmodel und hat es nicht gepackt. Vielleicht war er es. Oh, oh. Jetzt klingelt das Telefon und sagt jemand, in 7 Tagen. Ja, ja. Schwarzer Bildschirm. Ich bin so gespannt auf das Spiel. Oh! Rückkehr. Oh, ich konnte es nicht mal lesen. Und schon wieder irgendwas hier. Ratte kommt von links nach rechts, von rechts nach links. Und geht nochmal zurück und macht hier und da sind Fackeln. Und lustiger Typ, der hochguckt und sagt, hey, alte Keule, was machst du denn hier im Gewitter? Im Gemäuer, meine ich. Ja, Fackel, die Fackel, die Fackel, die Fackel. Wir gehen da mal durch und gucken mal links und rechts. Und hier, oh, Gitter, ja, Gitter, ein Gemäuer, ist ja ein Ding. Mensch, war bestimmt ein großer Zugewinn für Stein- und Stahlindustrie hier, das Ding. Und für die Fackeln gab es auch noch einen kleinen Absatz. Und da unten, ja, ist derjenige, der einen Blumenhandel hatte. Ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Oh, eine Stange ist verbogen. Ja, würde ich aber zurückgehen lassen. So große Abnahme darf man auf gar keinen Fall irgendwelche Fehler durchgehen lassen. Ne? Die sind überall. Ja, das ist scheiß Arbeit, ganz ehrlich. Vielleicht war er es. Vielleicht war er dafür verantwortlich. In der Ecke kauernd. Oder die Ratte. Mmh, lecker Ratte. Mit lustigen Wunden. Die hat sich bestimmt irgendwo geschnitten. In so einem Stahlwolle-Käfig oder so. Hallo, na? Du bist aber alt. Du bist aber viel älter noch. Und der hat gerade ein großes Geschäft gemacht. Eieiei, der muss aber ganz schön lange da drin gehabt haben, wenn er da ins Loch keckert. Der Gestank geht auf jeden Fall schon mal hoch und blitzt. Ah, da will ich aber auch aufstehen, den mal zur Seite schaffen. Das ist ja eklig. Na, Zellenkumpel? Ach, hier bin ich oder was? Na, wie sehe ich denn aus? Ja, schon runtergekommen, aber es trifft ja ungefähr zu. Wollen wir mal kurz gucken, hier Falten, Augenringe. Leiche plündern, natürlich. Kerkerzellenschlüssel, super, haben wir gemacht. Was ist hier drin noch? Alles ein bisschen sehr hektisch, ne? Ist das so? Ist das normal? Bestimmt, ne? Kerkerzellenschlüssel benutzt. Ist der jetzt verbraucht? Was ist hier los? Hallo, Freund, na? Ja, mein Schlüssel ist leider verbraucht. Bet ruhig die Wand an. Vielleicht hilft die irgendwann. Ja, lustige Gitter und hier irgendwas, eine Nachricht oder was? So eine witzige Nachricht. Die man auf den Boden gesprayt. Angriff. RB. Okay. Nachricht lesen. Hier ist ein Typ. Hau ihn kaputt, Mann! Oh oh. Hab ich gegen die Wand gehauen oder was? Und jetzt habe ich ihn getreten. Zack. Geh weg, Alter! Weg! Ist das nicht hier wieder so ein Aufruf für die USK, das Ding verbieten zu lassen? Das ist doch ein Rectol-Effekt. Komm, wir spielen Leichenfußball. Und Kumpel, du guckst da nicht hin, oder was? Ich kann das nicht mit ansehen, Mann. Das ist Leichenschänder, das geht gar nicht klar. Okay, entschuldige. Oh oh.
Entschuldige, ich hau dich jetzt kaputt, damit du es nicht ansehen musst. Hier, ist übrigens ein schwerer Schlag. Schwerer Schlag für die Zombie-Welt. Heute sind gleich zwei gefallen. Linker Stick und B halten ist Sprint. Ja, das finde ich super. So, das stimmt. Aber, es ist ein bisschen dunkel, um da lang zu rennen. Kuckuck. Ist so eine Nachricht auf dem Boden. Hallo Nachricht. Aha. Ja, wie, was, echt? Ach so. Habe ich gemacht. Ist jetzt drin. Zack, zack, bumm. Werde ich doch mal. Obwohl, nee, besser nicht. Platsch. Der trinkt doch. Hilf ihm, Mann. Hilf ihm. Der darf ihn hier trinken. Ich meine, irgendwo hält der Spaß auch auf. Irgendwo hat der Spaß auf. Komm schon. Alter, ich rette dich. Ich rette dich, komm. Ja, das ist okay. Ich bin ja eh schon ganz schön lange hier. Aufklettern. Rauf, 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 rauf. Noch raufer. Komm schon, komm schon. Hallöchen. Ist hier denn niemand sonst? Nur diese Klappergestelle. Nachricht lesen. Hallo. Am Lagerfeuer rasten. Doppelpunkt regenerieren. Das ist auf jeden Fall aufs Nötigste runtergebrochen. Leuchtfeuer entzünden. Halte die Hand auf das Schwert. Excalibur Leuchte. Mhm. Okay. Das ist jetzt ein Rastplatz oder was? Ja. Ein Grillanzünder direkt am Grillspieß. Das ist auf jeden Fall sehr zweckdienlich. Hallo Tür. Geh mal auf. Na los, jetzt gehen wir mal durch. Ist doch gar nicht so schwer. Obwohl, meine Figur ist ja gespenstisch. Vielleicht hätte ich dick nehmen sollen. Hätte ich es vielleicht besser aufgedrückt. So, hier. Ja, jetzt gebe ich den Tonkrug an. Oh, oh, fick. Ah, nee, das gibt's doch nicht. Asyldämon. Assi-Dämon. Okay, erstmal hier rein. Ey, ich werde so sterben. Ich werde so kaputt gehen. Wie rolle ich mich denn weg? Wie gehe ich denn hier mal? Okay, so rolle ich mich auf jeden Fall effektiv nach unten, wenn ich mich schlagen lasse. Wo kann ich denn jetzt mal hier? Oh, no! Ach, hier. Ja, richtig. Jetzt habe ich ein Ding genommen, was auch immer das war. Zack! So, Kinder. Hier, hau dir in die Wampe. Eieiei, ich ziehe dem genau nichts ab. Okay, mein Freund, wir sehen uns später wieder, würde ich sagen. Wenn ich glaube, dass du mir ein bisschen gewachsen bist. Alter. Gibt's doch gar nicht. Die wollen jetzt wirklich, dass ich gegen den kämpfe, oder was? Haben die den Arsch offen? Haben die wirklich den Arsch offen? Komm, renn mal. Alter. Ich hab mich einfach platt gemacht. Ihr seid gestorben. Juhu, ich meine, ich jetzt nicht so gut. Vielleicht für den nächsten Versuch ein bisschen anders versuchen. Jetzt komme ich wieder hier raus. Ich habe doch extra am Leuchtfeuer ein kleines Feuerchen gemacht. Renne. Oh, oh. Wieder leben wieder, oder was? Alter Falter. Das kann ja ein lustiger Abend werden. Meine Fresse. Ich gehe einfach mal einen anderen Weg. Ich hoffe zumindest, dass es geht. Ich lass dich leben, Junge. Ich lass dich leben. Hier, Nachricht lesen, bitte. Achso, jetzt bin ich wieder zurückgelaufen. Shit. It's a shit, man. Das können die doch unmöglich ernst meinen, dass sie gegen so einen fetten Dämon direkt am Start einfach mal loslegen. Eieiei, hier. Ach, regenerieren. Ja, regenerieren brauche ich ja gar nicht. Ist ja gar nicht rasten. Habe ich wieder falsch gelesen. Was sind die Blumen da? Hallo Blümchen. Ja. Deko-Blümchen. Lass dir ruhig Zeit mit der Tür. Dahinter ist eh nichts Schönes. Komm, lass dir Zeit. Dum di dum di dum di dum di dum 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 di dum di dum. Ah, ficken! Möchte ich den Drachen aber nicht. Ey, das kann doch nicht sein. Geh weg. Lass dir die Krüge hier kaputt hauen. Was ist denn das da hinten? Verlorene Energie. Ja. Sam. Eieiei. Der hat mich überhaupt nicht erwischt. Du Penner. Ich habe das Gefühl, ich werde so verkacken. Ich werde hier die ganze Stunde lang hocken und gegen diesen fetten Drachen hier kämpfen. Komm, immer schön am Po riechen. Nein! Verfluchter Scheiß. Man muss auch mal wissen, wann abhauen angesagt ist. Da kommt er nicht durch, der Dicke. Oh.
Regenerieren. Ja, wurde entzündet. Und, was ist jetzt los? Nee, verlassen will ich die schöne Welt hier nicht, aber... Meine Güte, ey. Nimm dein Schild. Wie denn? Wo denn? Hier im Wasser, oder was? Das ist doch hier nicht das Dschungelcamp. Oh, guck dich mal um hier im Wasser. Oh! Seid ihr scheiße, oder was? Lederschild. Ja, gut. Jetzt habe ich den, und was mache ich damit? Muss ich irgendwo ausrüsten, nehme ich an. Hier, Gegenstände anzeigen. Okay. Ein Lederschild müsste ja hier sein. Das nehme ich doch mal rein. Okay. Benutzen. Wie benutzen ist durchgestrichen, oder was? Ablegen. Ablegen will ich es nicht. Ich will es benutzen. Benutze es halt. Zeige umschalten. Ja, keine Ahnung. Benutze ich es bestimmt gerade. Oder? Wo block ich denn? Block. Achso, jetzt erstmal hier wieder so. Auf jeden Fall macht er hier lustige Sperenzien und Zappeleien. Waffensymbol, Ausrüstung wechseln. Ja, Start. Waffensymbol, das könnte es doch sein. Ausrüstung, hier. Ah! Ja, so geht's doch besser. Okay. Und jetzt? Habe ich es immer noch nicht drin, oder? Bestimmt habe ich es nicht bestätigt. Hallo, rechte Hand ist der Lederschild. Der Lederschild ist in der rechten Hand. Und wie nutze ich den Lederschild? Ah, ich nehme mich mal zurück. Hier, drück mal auf so und hier und da. Und wie nutze ich die Sache dann? Abwehrhaltung, LB. Ja, er hat jetzt aber kein Schild in der Hand. Bin ich der Meinung. Dabei habe ich es doch eigentlich mal reingenommen, oder was? Hier, rechte Hand. Kann er das nur umgekehrt tragen, oder was? Dann nimmst du mal andersrum. Vielleicht ist er ja Linkshänder. So, kann ich hier... Toll. Ja, super. Ist wohl nicht so rum. Ich liebe es, wenn mir richtig gut genau Sachen erklärt werden. Status umschalten. Nee. Nutzgegenstand. Nee. Ach, Moment mal. Geh mal raus hier. Zurück. Geh mal hier rein. Ist das jetzt richtig? Natürlich. Das ist rechte Hand. Oh, da muss ich doch erstmal drauf kommen. Verflucht. So. Jetzt aber. Ach, hier erstmal raus aus dem Menü und immer noch kein Schild in der Hand, weil ich es wahrscheinlich in die zweite Spalte gelegt habe. Manno! Das ist frustrierender, als die ganze Zeit sterben müssen. Alter! Kotz gleich im Schwall. Da das Schild. Hier das Schwert. Hier raus, da rein. Abwehrhaltung. Super, jetzt können auch die Pfeile mir nichts mehr. Eieieiei, komm. Schieß noch einen Pfeil. Ich stecke ihn in mein Schild und mache damit lustige Sperenzchen. Reiche plündern. Krummsäbel, geil. Jetzt weiß ich ja, wie man die Waffen wechselt. Boah. Krummsäbel ist geiler, ne? Oder? Was heißt das hier ganz links? Weiß ich nicht. Ich nehme mich mal rein. Ist bestimmt cooler. So, oh, lustiger Typ. Nimm. Oh, fuck. Scheißmenü. So, hier, schieß noch einen, du Penner. Und zack, kriegst einen auf den Dates. Na, schieß doch. Schieß mir mitten ins Gesicht, du Penner. Alte Wurst. Komm nochmal. So, da drehe ich mich aber mal geschwind. Aus der Drehung mit dem Krummsäbel in die Fresse. So muss das nämlich sein. Und dann in die Wolken rein. Wolken! Hallo Nebel. Tritt durch die Zauberkugel. Hallo Mareike Armado. Und ich stehe hier auf der Bühne und mache ein lustiges Playback-Lied. Gehe durch die Tür. Oh, ist gar keine Tür. Ist nur ein lustiger Gitter. Und eine Nachricht. Hallo Mareike Armado. Ich leide verstorben und du musst hier allein das Feld räumen. Bitte einen Schritt zurück. Linke Stick zurück. Ohne linke Stick. Hat es geklappt. Und nach vorne geht es auch. Schön. Mareike Amados Reinkarnation in Michael Günther im Let's Play von Online-Welten. Heute exklusiv in der holländischen Fassung von Dark Souls. Der Let's Play mit der Krummsäbel in der rechten und der Lederschild in der linken Hand. Hat er letzten Endes tatsächlich hingekriegt. Der gute Mann.
Und wir laufen hier geistesverloren, ohne Gegner, überall durch die lustigen Gemäuer des lustigen kleinen Schlosses. Alter, fick dich! Oh, Entschuldigung, falsche Sprache. Alter, ficke dich! Ich möchte nicht mit der lustigen Kugel beworfen werden. Ja, und ich lasse dich spüren, dass ich nicht will. Möchte ich nicht. Plündere ich dich. Ein Zebraschwert. Oh, das Zebraschwert. Ist es besser? Ach, zerbrochen. Nee, zerbrochen will ich nicht. Zerbrochen ist doof. Ey, aber diese blöde Kugel, ne? Dass sie mich nicht voll umgeholzt hat, das macht mich schon glücklich. Aber dass sie überhaupt gekommen ist, das finde ich sau unfair. So, ist die... Ist doch scheiße. Ist doch... Ah, ich bin im blöden Menü. Upsi, wahrscheinlich war die Tür oben auch offen. Ach, kacke. Jetzt habe ich mir wieder hier gezeigt, wie Noobie ich bin. Jemand ist leucht vorher und rast und ist hier. Ich will nicht verlassen, ich will hier bleiben. Nur regeneriert. Au. Ich habe ein Déjà-vu. Ist es das gleiche hier? Ist es nicht, oder? Sieht nur gleich aus. Oh oh, Druckvorrichtung ist verschlossen. Heute ist der Schließmuskel geschlossen. Kommen Sie bitte später wieder. Oh oh! Eieiei. So, na, lustiger Typ. Wir kennen uns auch schon. War ich hier schon? War es das? Anhand der Nachricht werde ich es auf jeden Fall lesen können. Ach, herrlich, ich mag's ja. Ich habe überhaupt keinen Orientierungssinn. Das war hier. Dann gehe ich jetzt mal hier raus und hier hoch. Dann war das da oben aber auch der Gang. Nur ist er jetzt verschlossen. Hat der dicke Asyldämon mal wahrscheinlich so ein bisschen seinen Hintern geparkt und hat sich gedacht, wenn du mich schon nicht bekämpfst, dann zeige ich dir meinen Popo. Wo ist denn jetzt die Tür geblieben? Hallo, Tür. Wo haben wir dich denn? Tür, 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 nicht Tür. Keine Tür. Architektonisch unglaublich durchsichtig, dieses ruinierte Gebäude, Gemäuer, Schlösschen. Ah, hier. So, dann gehe ich hier hoch und mache die Tür da oben doch mal auf, weil ich bin jetzt nicht mehr im Menü und nicht mehr. Ich bin ja um einiges schlauer geworden jetzt. Alter, warum bist du denn schon wieder hier? Alte Pennersau. Kann ich dich packen und runterwerfen? Würde ich voll gern machen. Trete ich dich runter, du Sack. Alte Sau, wahrscheinlich falle ich runter. Hast nochmal Glück gehabt. Jetzt öffne das blöde Ding und plündere die Leiche nochmal. Kannst du nicht kaputt machen? Verschlossen? Das gibt's doch nicht. Gibt's doch echt nicht. Wahrscheinlich hatte ich vorhin auch noch eine Tür. Eieieiei. Was ist hier los? Wie kann man durch? Hallo, Ritter Kunibert. Na, alte Hupe, was passiert? Ich bin keine Hülle, aber auch keine Hilfe, mein Lieber. Ja. Töten? Was? Ich habe mich entschieden. Mach ihn kaputt. Ja. Bring mich nach Olympia. Ihr, die ihr untot seid, bla bla bla, nach eurem Auszug, bla bla bla. Nimm die Fackel und bring sie zum olympischen Feuer. Wenn ihr die Glocke der Erweckung läutet, erkennt ihr das Schicksal der Untoten, weil es dann klingelt in eurem Köpfchen. Tja, nun wisst ihr es. Jetzt habe ich es euch gesagt. Komplett Lösung bereit. Spoiler ole ole. Und eines noch. Nehmt dies. Stich in Po. Penner. Ein Estus-Flakon. Bei Untoten sehr beliebt. Lecker süßes Gesüff. Und ein Erfolg freigeschaltet. Ich bin dir sehr dankbar. Und dies noch. Und dies auch noch. Und trag bitte meine dreckige Unterhose noch zur Reinigung. Ich möchte nicht ins Krankenhaus geliefert werden und dann da auch noch für einen dreckigen Kerl gehalten werden. Jetzt mach ihn tot, komm. Und jetzt gib mir dein Schild. Ich will dein Schild. Warum? Nein! Warum bloß? Warum bloß? Gegenstand benutzen. Welchen denn? Ich wollte gar keinen Gegenstand. Ach so, das war die Nachricht. Habe ich ja super hingekriegt. Ach. Und die Kugel hier, Arschloch. Und jetzt habe ich den Schlüssel und komme damit oben durch. Wenn der Penner da wieder steht, ich mache den so kaputt. Ist er nicht gut. Na dann los. Ach, wahrscheinlich habe ich den vorhin resettet, als ich dieses blöde Leuchtfeuer da aufgemacht habe. Rechte Waffe in beide Hände ausrüsten. Nö, will ich nicht. Ich habe ein Schild und das ist auch gut so. Linker Stick, tritt! Entschuldigung. Da habe ich aber was falsch gemacht.
Linker Stick? Wenn ich das, Moment mal. Nochmal. Linker Stick plus RB. Habe ich jetzt aber schon gemacht eigentlich. Aha. Ja, guck mal. Ist was anderes passiert. Rasten belebt die Gegner wieder. Da habe ich doch die richtige Äußerung gemutmaßt. Hallöchen. Oh, Hallöchen. Schild, Schild, Schild. Fuck. So, komm. Kaputt geht ihr. So, mit einer Drehung und bam und bam. Komm, jetzt gib mir nochmal einen Pfeil. Gib mir nochmal einen Pfeil, ne? Jetzt traust du dich nicht mehr. Zack. Und schön die 88 ins Gesicht. Da oben ist Nebel, da möchte ich nicht lang. Hier ist eine Nachricht. Drücke RB hinter einem Gegner. Kritischer Angriff. From behind. Parieren und kontern. Auftragen, parieren. Bam! Zack. Warum denn das? Alte Arschnutte. Oh Gott, das habe ich jetzt gesagt, ne? Oh Gott, und schon ist ein Strike auf YouTube. Und ich tot. Nein! Nein! Wo komme ich jetzt raus? Bei einem lustigen Tipp über einen Prismastein. Nee. Wirklich? Oh. Okay, aber jetzt weiß ich, dass ich hier links lang muss. Wusste ich das wirklich? Ja. Gut, dann geht's hier hoch. Erzählt er mir bestimmt nochmal... Ach nee, Moment mal, er ist tot. Ich habe ja schon die Getränke da. Dann gehe ich jetzt hier lang. Bestimmt ist der Penner da oben wieder da. Langweilig! Und bumm! Bumm! Tja! Na? Hehe. Die Tür ist offen. Brauch keinen Schlüssel mehr. Nachrichten muss ich nicht mehr lesen. Typ geht hier lang. Na, komm schon. Zack. Komm hier. Ah, nein. Warum bleibst du denn da nicht in der Ecke hängen, wie ich es vermutet habe? Oh Mann, ey. Nuxta! Ah. Da ist die Kamera ausgegangen. Da muss ich gleich schon mal stoppen. Bim, bim. Stoppe die Stopp.